Hallo liebe Fadenspieler, heute heiße ich euch willkommen zu einer kleinen Bastelstunde. Ihr seht es schon hier am Kleber. Und zwar wollen wir zusammen solche Faltschachteln machen. Die hier habe ich letztes Jahr gemacht, ein bisschen modern, für das ganze Jahr geeignet. Die hier habe ich letztes Jahr gemacht. Davon habe ich einige meiner besten Freundinnen hier am Ort verehrt, mit einer Idee und einem ganzen Sack voll Werkelviren im Gepäck. Denn es hat nicht lange gedauert und sie hat selbst zu Pinsel und Stift gegriffen und hat ganz exklusive Verpackungen für ihre exklusiven Schmuckteile gemacht. Sie fertigt Unikate an und braucht dafür natürlich auch als Verpackung Unikate. Und das war wunderbar. Und inzwischen macht sie sogar das Cover für die Krimis ihres Mannes. Nun, wir wollen es heute etwas einfacher gestalten, nicht ganz so ausführlich. Zuerst fangen wir mal an. Wie mache ich diese Packungen? Das geht ganz einfach, indem man ins Geschäft geht und sich diese Verpackungen, gibt es in verschiedenen Größen, kauft eine kleine Einheit und von jedem Teil eine Form anfertigt. Ich habe also die Klebeverbindung aufgemacht und entfaltet und habe es nochmal auf einen dünnen Karton geklebt als Verstärkung und ein zweites Teil noch einmal, um diese innere Form zu kreieren. Diese zwei Teile braucht man. Es geht natürlich auch anders, man kann auch selbst eins entwerfen, also eine Form entwerfen, breit, hoch, lang. Wie das geht, zeige ich euch später auch noch, das ist auch kein Problem. Aber zu Anfang ist es am besten, man hat schon eine Vorlage. Dann zeichnet man diese Form auf, ich habe hier zum Beispiel Aquarellpapier oder Bastelkarton, geht auch. Das zeichnet man auf, indem man zuerst den groben Umriss aufzeichnet und danach eben mit dem zweiten Teil, das passt man dann so an, dass überall die Ecken gegenüber liegen. Hier ist auch ein Strich für den Falz, für den Klebefalz. So passt man das an, weil wir diesen Bögen brauchen zum Faltbar machen. Und faltbar bekomme ich das, indem ich mit dem Cutter bzw. oh, die Schneider kennen das, mit dem Radlrädchen ganz vorsichtig entlang fahre. Also nur ritzen, nur anritzen, nur die Oberfläche leicht anritzen. Das reicht voll aus, um den Karton faltbar zu machen. Für die geraden Teile, wie zum Beispiel die Mitte, die muss ja auch gefaltet werden, lege ich ein Lineal an und mache ganz vorsichtig einen Ritz entlang. Genauso mache ich das dann auch hier auf der Seite, einen Ritz. So, und dann habe ich das Teil schon vorgefertigt. Jetzt kommt es darauf an, wie designt ihr das Ganze. Malt ihr Aquarell oder braucht viel Kleber, also wird das Papier feucht, dann solltet ihr vorher alles fertig machen. Also vorher bekleben bzw. bemalen und erst dann ausschneiden. Und dann könnt ihr das Teil zusammenfalten. Hier. Dann wird es geklebt an einer Stelle und dann kann es gefaltet werden. Wichtig ist, dass ihr das Anritzen auf der Außenseite macht, damit sich das Papier schön in den Bogen geht, dass das einen schönen Bogen gibt. Wenn ihr die Innenseite macht, dann gibt das eher nach außen. Also die Außenseite muss dann hier geritzt werden.
Und auf der Seite schmückt ihr auch das ganze Päckchen. So, für mich war es ein leichtes im Moment, weil ich sehr viele Aquarelle habe, die aus meiner Übungszeit stammen. Übungsaquarelle, da habe ich einen ganzen Packen voll und die werde ich so peu à peu als Geschenkverpackung verarbeiten. Ich kann das natürlich auch wie hier zum Beispiel dieses Blatt, da könnte ich zum Beispiel einen Kleber aufbringen und diese hellen Stellen mit Flitter noch verstärken oder ich nehme mir einen Gold- oder Silberstift, einen Filzstift und mache dann entsprechend zusätzliche Teile dazu. Also da ist jedem Künstler sein eigenes Design das Wichtigste und das Beste. Und jetzt wollen wir mal das hernehmen. Das sieht ja sehr schön bunt aus. Und wenn ich das, da könnte ich sogar zwei verschiedene Packe machen. Dann kann ich das hier auflegen. Und gucken, dass ich eine schöne Stelle erwische. Da hier zum Beispiel. Ja, das hier ist eine sehr schöne Stelle, die nehme ich. Da werde ich jetzt ein entsprechendes Päckchen machen. So. So, jetzt habe ich das gemalt und dann kommt jetzt noch natürlich noch hier jetzt noch das hier dran. Hier ist die Ecke. Hier ist die Ecke. Schön vermitteln. So. Gut. So, damit habe ich alles vorbereitet. Ich kann jetzt anritzen, alle Bögen und die geraden Falzteile, die ritze ich an, vorsichtig, so, und jetzt noch mit dem Lineal, die geraden Stücke. Das ist hier. Vorsichtig, wo ist die Mitte? Die ist hier. So. Jetzt habe ich es vorgeritzt, vorgemalt und kann das ausschneiden. Und nun ist es ausgeschnitten. Jetzt wird an den geritzten Kanten entlang geknickt. Hier eine Kante und vorsichtig auch diese Ecken einknicken. Hier, indem von innen ein Finger etwas stützt. Und falls irgendwo ein Eck nicht richtig knickt, kann man das noch einmal vorsichtig nachritzen. Aber das geht normalerweise problemlos. So, jetzt haben wir hier schon ein fast fertiges Teil. Das muss jetzt nur noch geklebt werden an der Stelle. Hier wird das zusammengeklebt und dazu nehme ich entweder Wäscheklammern oder etwas Ähnliches, damit das auch fest zusammenbleibt. Und da ich ein Schmierer bin, in den meisten Fällen beim Malen bleibt mein Gesicht nie sauber, die Hände erst recht nicht, mache ich das natürlich auch mit dem Finger. So. Das muss jetzt erst einmal trocknen
Und dann kann man sie wieder falten und überlegen, ob noch etwas drauf muss oder nicht. So, jetzt herrscht hier das totale Chaos. Ich kann natürlich euch nicht alle Möglichkeiten, die mir im Kopf herumschwirren, zur Dekoration in dieser kurzen Zeit zeigen. Also, diese zwei habe ich jetzt gemacht. Das waren mein Gemälde. Hier habe ich zum Beispiel auch Goldband drauf geklebt. Aber es gibt viele Leute, die sagen, nun, ich kann nicht malen, was mache ich? Fangen wir mal mit der Schneiderei an. Man kann kleben. Das heißt, einmal kleben, zum Beispiel mit Weißleim, doppelseitigem Klebeband oder, was die Schneider kennen, mit Aufbügelflieseline, also doppelseitiger Flieseline für Applikationen. Jeder Schneider hat Bänder, Zagelitze zum Beispiel und andere Sachen, Spitzen jeder Art, Stoffe jeder Art und auch Motivstoffe. Dann könnte man zum Beispiel ein Motiv ausschneiden und das mit einem mit einer Flieseline auf einen vorgeschnittenen Karton bügeln bzw. mit Sprühkleber kleben. Das wäre die Schneider. Die sind hier in diesem Fall natürlich von Vorteil, dass sie das verwenden, was sie haben. Oder die Bastler. Viele Papiersorten. Hier habe ich zum Beispiel auch ein altes Kärtchen gehabt, ein Weihnachtskärtchen, alte Weihnachtskarten, die beschrieben sind, kann man so verwenden, Formen ausschneiden, Herzchen ausschneiden, aufkleben. Dann gibt es die Möglichkeit, hier habe ich zum Beispiel ein Schaumstoffsternchen, das habe ich hier an den Stock geklebt, damit kann man stempeln, das heißt Silber- oder Goldsterne aufstempeln. Dann sind natürlich überall vorhanden, wo Kinder sind, könnten Steine, bunte Steinchen zum Beispiel oder Flitter aller Art. Da gibt es auch andere Formen als diese, wie zum Beispiel hier die Sterne, Sternformen oder Spitzenteile ausschneiden oder Strohsterne oder Schlüpfchen. Also es gibt Massen an Dingen, die man verwenden kann, um solche Kartons, solche Faltkartons zu machen. Hier haben wir auch schöne Motive. Irgendeinen Karton bunt machen und dann so ein Motiv draufkleben. Das sieht schon ganz toll aus. Oder wie hier. Hier habe ich einen Fotodruck, also Fotopapier ist das, einen Ausdruck, der nicht als Vorlage für die Malerei zu verwenden war. Den habe ich hier genauso vorbereitet und kann ihn genauso verwenden. Oder eben, ja, wir sind Schokoküssliebhaber, also man darf ja nichts anderes mehr sagen. Und da gibt es dieses Silber innen drin in der Verpackung. Und da habe ich mal einen für den Baum eine kleine Bastelei gemacht. Sowas kann man zum Beispiel auch ausschneiden und wiederverwerten. Und das Telefon klingelt. So, da bin ich wieder. Die Störung habe ich genutzt, um ein wenig aufzuräumen. Gut, nehmen wir mal an, der Beschenkte, man könnte zum Beispiel einen Adventskalender machen auf diese Art. Der Beschenkte ist ein Liebhaber des gedruckten Wortes, Krimi. Ja? Hier hätte ich ein sehr altes Agatha Christie Buch, nicht mehr im besten Zustand, will kaum einer mehr lesen. Aber man könnte einen Adventskalender kreieren, indem man einfach eine Geschichte zum Beispiel, es gibt ja welche, die haben Einzelgeschichten, eine Geschichte ausreißt, ausschneidet, auf solche Teile klebt und dann diese Schachteln draus macht. Oder man hat eine Zeitung mit vielen Schlagzeilen, die man dann draufklebt. Dann kann man für Handarbeitsfreunde zum Beispiel aus einem Handarbeitskatalog
Wollfotos oder Handarbeitsheftefotos, Witzfreunde, da kann man Witze aufkleben für die Leute, die es mehr nun etwas voluminöser haben. Es gibt wunderschöne Papiere, Weihnachtspapiere und Servietten und Glitzerzeug. Ich hätte zum Beispiel hier die Möglichkeit, das einfach aufzukleben, wie es fällt. Ein Sprühkleber und das einfach so drauf zu kleben. Flitter, dann gibt es in so kleinen Döschen, gibt es Flitter. Dann kann man mit dem Kleber Formen aufmalen. Mit einem Q-Tip zum Beispiel ein bisschen ausstreichen und den Flitter drüber schütten und das dann nach dem Trocknen den Rest wieder herunterholen auf ein weißes Blatt Papier am besten. Dann sammelt man das wieder ins Röhrchen ein. Also es gibt massig Möglichkeiten zum Schmücken. Für jede Art an Interessen wäre etwas da. Jetzt gehen wir aber nur ganz zum Schluss noch einmal das Problem an, wie mache ich einen passenden Karton? Hier haben wir ja nur eine Größe und es gibt auch die andere Größen im Verkauf. Aber wenn ich etwas ganz Bestimmtes habe, wenn ich zum Beispiel nun zum Beispiel eine Flasche verpacken möchte, wie mache ich das am besten? Dann brauche ich natürlich einen sehr langen Karton, Faltkarton. Dann messe ich ab, wie breit das sein muss, der Karton. Natürlich nicht die Rundung, sondern eben so probieren, wie er reinpasst. Dann habe ich eben diese Möglichkeit, hier die Maße anzuzeichnen. Dann würde ich hier einen Strich machen, natürlich einen Klebeanfalz noch dazu. Und dann geht es weiter. So, das kann ich jetzt anzeichnen. Dann habe ich schon einmal die Breite des Ganzen. Die Mitte ist dann 10 cm, 20 hier. Hier haben wir die Mitte und dann male ich mir die Mitte an. Das ist dann der Seitenfalz. So, und die Länge, die haben wir hier. Die Länge würde ich auf jeden Fall nehmen, damit schön Platz drin ist. Jetzt, wie mache ich die Rundung hier oben? Da nehme ich mir einfach einen Teller. Der ist in diesem Fall etwas kleiner. Man kann, wenn man die Schachteln breiter macht, einen größeren Teller verwenden. Aber ihr seht hier, wenn ich das hier an diese Vorzeichnung lege, dann brauche ich diesen Rahmen hier, diesen Ausschnitt. So, hier die eine Seite habe ich schon mal gemacht, um zu sehen, wie viel ich brauche. Und das sind 5 cm. Das mache ich jetzt auf der anderen Seite noch einmal, damit ihr seht, wie das geht. Dazu drehe ich das Teil herum. Dann werden 5 cm, 5 cm muss ich jetzt hier, da ist 5 cm, so. Der Anschlag ist hier. So, jetzt kann ich dann das Tellerchen hier so anlegen. Okay, hier. So anlegen, dass ich, hier ist die Mitte, so einigermaßen die Mitte habe und mache eine Rundung. Ja, noch mal vielleicht besser zu sehen, bei 2,5 noch mal einen Strich machen hier. So, mal her. Ich muss das irgendwie peilen, ja, jetzt, damit ich das einigermaßen hinkriege. So, eine Rundung. Hier kommt dann der Falz, der wird nur gerade abgeschnitten.
Und nun auf die Gegenseite auch nochmal die Rundung. Das heißt, hier ist der Treffpunkt. Hier sind die 5 cm. Einmal die Rundung hier. Der Treffpunkt. Hier. Und einmal die Rundung hier. Da sind wir nicht ganz konform gekommen, also nochmal nachzeichnen. Ein klein wenig korrigieren. So, und damit haben wir den Falz aufgezeichnet. Jetzt heißt es wieder schmücken oder nicht schmücken. Anritzen, hier anritzen, ausschneiden und dann kann der Klappkarton fertig gemacht werden. Falls diese Bögen hier irgendwie ein wenig zu groß wären, kann man sie im Nachhinein immer noch flacher schneiden. Dann braucht man auf dieser Seite und auf der gegenüberliegenden Seite noch einmal Fingereingriffe für den Fall, dass es zu gut sitzt, damit man das schön rausholen kann. So, das war eigentlich das, was ich euch zeigen wollte. Was die Dekoration angeht, da verlasse ich mich ganz auf euch und eure Fantasie und auf den Spaß, den ihr dabei habt. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder zu einem neuen Clip und mit genauso viel Freude an der Arbeit wie jetzt. Tschüss, bis dann!